Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Lieber Sinare, ich grüße dich. Du hast die Frage gestellt, ob sie zurückkommt und was hindert sie bei dieser Entscheidung. Warum ist sie überhaupt gegangen? Die Antwort gibt dieses Bild. Sie hatte die Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität, auch finanziell. Aber so wie dieses Bild das zeigt, es ist nicht ausgewogen. Dieser Mann ist reich, er hat ein wenig und die dritte hat überhaupt nichts. Es ist nicht rechtmäßig verteilt. Die eine ist die Gebende und Gebende und Gebende und andere nimmt und nimmt und nimmt, so könnte man das Bild auch mal betrachten. Das heißt, entweder fühlte sie sich ausgenutzt oder sie hat das Gefühl gehabt, ihr seid nicht in die gleichen Augenhöhe. War das überhaupt geplant, dass sie geht? Die Antwort gibt dieses Bild. Natürlich hat sie Gedanken gemacht, aber sie hat nicht langfristig geplant. Es war eine spontane Entscheidung und ich würde sagen, sie hat das auch bereut. Welche Erwartungen hast du ihr gegenüber? Die Antwort gibt dieses Bild. Du möchtest auch Sicherheit, Stabilität und Struktur, aber dein Gefühl sagt, etwas oder jemand stört das. Und du möchtest gerne, dass sie diese Kontakte beendet, wenn das um anderen Personen handelt. Wenn aber um ihren Gefühlen geht, ihren Unsicherheit oder ihren Ängste, dann wünschst du, dass sie diese Angst überwindet. Das heißt mit anderen Worten, etwas stört die Beziehung und du möchtest all das aus dem Weg räumen. Hättest du das verhindern können? Mit klärenden Gesprächen ja, es wäre möglich gewesen. Was hat ausgelöst, dass sie gegangen ist? Die Antwort gibt dieses Bild. Es fehlte die Gleichgewicht, es fehlte die Harmonie, so wie hier in diesem Bild auch zum Erkennen ist. Hat sie Einfluss gehabt von anderen? Die Entscheidung hat sie selbst getroffen. Es ist möglich, aber dass im beruflichen Umfeld jemand einen Einfluss gehabt hat auf die Geschehen. Kommt sie zurück? Die Antwort gibt dieses Bild. Die Zahl 4 bedeutet hier auch die Bedürfnisse. Ihre Bedürfnisse nach Sicherheit, Stabilität und Struktur. Und sie muss das erstmal verinnerlichen, ob das möglich ist, in eine feste Beziehung einzugehen. Aus diesem Grund ist sie momentan im Rückzug. Denkt sie an einen anderen Mann? Nein, das ist beendet. Sie will nicht zum ihren Ex zurück. Denkt an dich. Dieses Bild zeigt ja, aber sie ist offen für andere Kontakte. Es muss nicht sein, dass sie einen anderen Mann kennenlernen möchte. Das kann auch Freundschaften sein, Freundschaften, Bekanntschaften, auch mit Frauen. Also sie ist offen zum anderen Kontakte. Auf jeden Fall, sie möchte Fröhlichkeit. Wie lebt sie momentan? Das zeigt hier dieses Bild.
Entweder sie steht gerade im Mittelpunkt und bekommt Anerkennung, bekommt Respekt, bekommt Bewunderung, oder das sind gerade ihre Bedürfnisse. Liebt sie dich? Die Antwort gibt dieser König. Dieser König beherrscht die Gefühle. Das Wasser. Das Wasserelement symbolisiert die Gefühle. Aber weil hier diese königliche Haltung sie zeigt, bedeutet, sie liebt dich schon, aber sie beherrscht ihren Gefühlen mehr mit Kopf. Diese Entscheidung hat sie getroffen und nach außen ist das eine kühle Haltung. Sie zeigt ihren Gefühlen nicht, obwohl sie dich liebt. Liebt sie einen anderen? Die Antwort gibt dieses Bild. Hier ist nicht zum Erkennen, dass sie Interesse hätte an einem anderen Mann. Was sie aber liebt, das sind die Finanzen, die Sicherheit, die Stabilität oder, könnte man sagen, indirekt ihre Berufung. Hat sie Angst, Entscheidungen zu treffen? Hat sie Angst, dir über Gefühle zu sprechen oder sich sogar entschuldigen, dass sie zurückkommen möchte? Die Antwort gibt dieses Bild. Nein, Angst hat sie nicht. Aber möglich ist es, dass sie offen ist zu anderen Begegnungen und das ist ihre Orientierung. Und sie weiß nicht, was sie tun soll. Sie liebt dich, sie unterdrückt ihren Gefühlen, sie braucht Sicherheit, Stabilität und Struktur, auch finanzielle Stabilität. Sie versucht, das alles erstmal verinnerlichen, ist eher im Rückzug und nach außen zeigt eine kühle Haltung. Und sie ist nicht abgeneigt, mit anderen zum Treffen oder mit einem anderen Mann zu begegnen, bedeutet aber nicht unbedingt, dass sie eine andere Beziehung eingehen möchte, aber sie braucht einen gewissen Freiraum. Lieber Sinare, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute. Und das war diese Aufnahme. Wenn euch es gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.